Es ist das 23. Sanguinor Sport Grand Slam Turnier hier im Laville. Neben mir steht jetzt einer der Rekordhalter dieses Turniers, Martin Kova, hat 16 Mal an diesem Turnier teilgenommen. Davon hat er es 4-mal gewonnen, mindestens 8-mal stand er im Semifinale. Wie geht's dir, wenn du diese Zahlen hörst? Ja, das sind Zahlen, die natürlich aus der Vergangenheit sind. Die klingen schön, wenn man sich das so anhört. Ja, heuer ist ein neues Turnier. Ja, mal schauen, was da auf uns zukommt. Es ist jetzt dein 16. Turnier. Inwiefern ist denn dieses Turnier dann noch etwas Besonderes? Ja, es hat schon ein bisschen Tradition einfach, weil das einfach viel zum Tun hat. Ja, das war immer das größte Turnier. Das hat immer am meisten Spaß gemacht. Die meisten Zuschauer, das meiste rundherum. Ja. Und deshalb hat das einfach Tradition, dass ich da eigentlich jedes Jahr noch teilnehme. Ich glaube, du bist eigentlich derjenige, den man fragen kann, wie hat sich denn dieses Turnier so entwickelt? Ja, das hat natürlich eine lange Geschichte. Ja. Wir haben früher in der Leberstraße gespielt, lange Zeit. Dann eine Saison auf der Schmelz oben. Ein Jahr, dann haben sie mit in die Leberstraße zurückgekehrt. Von der Teilnehmerzahl natürlich ist nicht vergleichbar. Ja. In den Anfangsjahren hatten wir 16er bis 32er Raster. Heuer haben wir schon eine Qualifikation mit fast bis zu 100 Spielern. 80 Spieler oder sowas, glaube ich, sind heuer dabei. Das hat sich natürlich die letzten 4-5 Jahre schon gewaltig entwickelt. Ja. Sowohl von der Teilnehmeranzahl als auch von der Stärke natürlich. Ja. Ja, du hast auch angesprochen, dass das Turnier einen Ortswandel durchgemacht hat, immer wieder. Was hast du dir gedacht, wie du gehört hast, dass die Ausgabe heuer hier im Laville stattfinden wird? Ich weiß, letztes Jahr war es zum Beispiel beim DC Dirndlwiese. Es war schon mal ungewohnt, das Ganze, weil wir eben gewohnt sind, dass wir in der Leberstraße gespielt haben. Ich finde die Anlage beim DC Laville sehr schön. Ja. Gefällt mir sehr gut. Wir haben halt heuer auch ein Flutlicht natürlich, dass das beim Wetter halt das Wetter nicht so ganz mitspielt, wie es heuer leider schon oft war, dass man halt in der Nacht auch ein bisschen das Turnier vorantreiben kann. Das finde ich sicher gut. Vom Sand her werden wir schauen, wie es heuer ausschaut. Viel Sand ist nicht oben, aber das ist, glaube ich, auf keinem Tennisplatz in Wien heuer. Mhm. Also würdest du sagen, dass das Laville jetzt vielleicht sogar ein dauerhaftes Zuhause für dieses Turnier werden könnte? Das werden wir sehen, ja. Viele Plätze sind da. Wie gesagt, es sind schon viele Hallenturniere da. Ich glaube sicher, dass es ein guter Ort ist, ja, wo man sicher die nächsten Jahre auch wieder spielen kann. Kommen wir jetzt zu dir persönlich. Ich habe angesprochen, du bist Rekordhalter in Sachen Turniersiege mit 4. Warst 8-mal im Semifinale, das letzte Mal allerdings 2008. Wie schauen deine Ziele für heuer aus? Ja, für heuer sind die Ziele natürlich nicht so hoch gesteckt wie die letzten Jahre. Das wäre illusorisch, das Ganze. Ich denke mal, dass man eine Runde gewinnen kann. Ja, dann werden wir schauen. Du bist ja unter Umständen mein morgiger Gegner, habe ich gesehen. Ja. Werden wir schauen. Wir haben ja schon einmal gegeneinander gespielt, was da möglich ist. Ich habe nicht mehr so viel gespielt, Tennis, wie die letzten Jahre. Aber wir werden einfach sehen, was geht. Gut, dann freue ich mich vielleicht schon aufs Match morgen und danke für das Interview. Bitte, gerne.